Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Gesetzentwurf der FDP ist kurzsichtig, ökonomisch problematisch und nicht zielgenau. Er ist kurzsichtig, weil er die Zukunftsherausforderungen überhaupt nicht in den Blick nimmt. Durch Digitalisierung, die ökologische Erneuerung der Wirtschaft und auch durch die demografische Entwicklung werden zahlreiche neue Arbeitsplätze entstehen. Gleichzeitig werden zahlreiche alte Arbeitsplätze verschwinden. Das heißt, wir haben einen enormen Wandel vor uns. Und bei diesem zukünftigen Wandel des Arbeitsmarktes wird die Bundesagentur für Arbeit eine zentrale Rolle spielen müssen. Und deswegen wollen wir Grüne die Arbeitslosenversicherung zu einer Arbeitsversicherung weiterentwickeln, die sich eben nicht nur um Arbeitslose kümmert, sondern auch um Erwerbstätige, um diesen Wandel mit zu begleiten. Und das wird auch Geld kosten, allein wegen des nötigen Umbaus der Arbeitsagentur für Arbeit. Deshalb ist es nicht sinnvoll, jetzt die Beiträge noch mal stärker zu senken, wenn schon klar ist, dass in Zukunft die Arbeitslosenversicherung bzw. dann die Arbeitsversicherung mehr Einnahmen braucht. Erst die Beiträge senken und sie dann später umso stärker zu erhöhen, ist ökonomisch schädlich. Aber noch schlimmer aus ökonomischer Sicht ist der Vorschlag der FDP, dass die Rücklage der Arbeitslosenversicherung systematisch abgebaut werden soll. Und wenn man das zu Ende denkt, ist das nämlich genau so, weil in Ihrem Gesetzentwurf, der Kollege Rosemann hat schon darauf hingewiesen, sagen Sie ja, es soll eine Obergrenze geben. Darüber darf die Rücklage nicht steigen. Und das führt dann im sukzessiven Zeitverlauf dazu, dass das absinkt und es im Endeffekt so sein kann, wenn die Krise dann da ist, dass die Rücklage dann eben nicht mehr reicht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ökonomisch grob fahrlässig. Diese Rücklage muss erhalten bleiben. Das IAB hat gesagt 0,65%, aber das ist halt nur eine ganz grobe Peilung. Das kann auch weniger sein oder je nach Krise mehr. Und wenn man in den entsprechenden IAB-Bericht reinschaut, dann steht das auch drin. In der letzten Krise wäre mehr notwendig gewesen. Das heißt, abzusenken macht auf gar keinen Fall Sinn, sondern die Rücklage muss erhalten bleiben und nach grüner Vorstellung europäisiert werden in Form einer Rückversicherung der Arbeitslosenversicherung, um Krisen in der EU demnächst insgesamt besser gemeinsam abfedern zu können und die Ökonomie in der EU zu stabilisieren. Das wäre der richtige Weg. Nein, wir zahlen dann nicht dafür, weil die Rücklage, die wir haben, wäre dann Teil dieser europäischen Arbeitslosenversicherung. Die anderen Länder müssten dann noch entsprechend nachliefern. Wir hätten insgesamt Vorteile davon, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD. So, wenn man das insgesamt betrachtet, diese beiden Punkte, dann vertritt die FDP in ihrem Gesetzentwurf eine Wirtschaftspolitik des vergangenen Jahrhunderts. Wir brauchen aber eine Wirtschaftspolitik für das 21. Jahrhundert, zukunftsorientiert und europäisch. Schließlich wird der FDP-Gesetzentwurf auch noch damit begründet, dass angeblich Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen entlastet werden. Schauen wir uns das genauer an. Bei 2.000 Euro brutto bedeuten 0,3% weniger Entlastung in ganz dicken Anführungszeichen von sage und schreibe 6 Euro. 6 Euro. Die werden dann auch aufgeteilt zwischen Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinnen. Das heißt, es sind 3 Euro für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das nennen Sie dann Entlastung. Sensationell. Das heißt, der Vorschlag der FDP ist kaum spürbar. Wir brauchen stattdessen eine deutliche und zielgenaue Entlastung, gerade bei den Menschen mit geringem Einkommen, wie das zum Beispiel Robert Habeck mit der Garantiesicherung vorgeschlagen hat. Dadurch würden untere und mittlere Einkommen wirklich spürbar entlastet. Fazit: Eine Weiterentwicklung der Arbeitslosenversicherung zu einer Arbeitsversicherung, Beibehaltung und Europäisierung des Puffers gegen ökonomische Krisen und eine zielgenaue und spürbare Entlastung unterer Einkommen. Das ist die Alternative zu dem Gesetzentwurf der FDP. Der Kollege Torbjörn Kartes ist der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion.